Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem virtuellen kontinentalen Messestand bei der Produktmarke ATE. Ich will euch heute einige Informationen zur ATE-Bremsflüssigkeit geben und zur korrekten Auswahl. Starten wir am besten mit unserem ATE-Bremsflüssigkeitsprogramm. Hier haben wir unsere ATEG. Das ist eine DLT-3-Bremsflüssigkeit, die bei Oldtimern eingesetzt wird und natürlich auch noch bei aktuellen Fahrzeugen, wo der Fahrzeughersteller eine DLT-3 vorschreibt. Dann haben wir hier unsere ATE-SL. Ja, die wird eingesetzt, wo der Fahrzeughersteller eine DLT-4 vorschreibt, aber nicht bei ESP-Systemen. Das wird leider immer wieder falsch gemacht. Warum ist das wichtig? Weil die Flüssigkeit eine hohe Viskosität hat. Das heißt, bei tiefen Temperaturen diese Flüssigkeit zu zähflüssig wird und das Regelverhalten des ESP damit nicht mehr entsprechend gesichert werden kann. Dann haben wir hier unsere ATE SL.6, eine DLT4-Flüssigkeit. Und zwar der Vorteil hier mit einer sehr niedrigen Viskosität. Und das wiederum ist ein Indiz dafür, die wird dann vor allen Dingen bei Fahrzeugen mit ESP eingesetzt. Dann haben wir hier unsere Typ 200. Das ist auch eine DLT4-Flüssigkeit, die vor allen Dingen für hochmotorisierte Fahrzeuge verwendet wird, unter anderem im Rennsport eingesetzt wird. Ja, und zum Schluss unser neues Produkt, die ATE Super DLT 5.1. Das ist eine Bremsflüssigkeit, wo wir neben der niedrigen Viskosität es geschafft haben, auch einen hohen Nasssiedepunkt zu erreichen. Das fordern im Übrigen immer mehr Fahrzeughersteller. Und warum super? Weil diese Bremsflüssigkeit nicht nur den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, sondern darüber hinaus diese unter anderem bei der Viskosität übertrifft. Ja, und zum Abschluss ganz wichtiger Hinweis: Diese Bremsflüssigkeiten sind alle auf Glykolbasis. Das heißt, die sind untereinander mischbar. Achtung jedoch, warum das nicht in jedem Falle zu machen ist, das sehen wir im zweiten Teil. Wichtigster Grundsatz bei der korrekten Auswahl ist natürlich hier, die Vorgaben des Fahrzeugherstellers einzuhalten. Als Hinweis finden wir natürlich immer eine Information auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters für die Bremsflüssigkeit. Fangen wir mal mit den geläufigsten Beispielen an. Als erstes, auf dem Deckel eines Ausgleichbehälters steht die Information Only Used DLT3. Was setze ich dann ein? Unsere ATEG. Klar, das ist eine DLT3-Bremsflüssigkeit, die richtige Wahl. Hier bitte nicht eine DLT4-Bremsflüssigkeit einfüllen. Nur dann, wenn eine Information des Fahrzeugherstellers hier wirklich vorliegt. Ansonsten passiert nämlich Folgendes: Die DLT4 und die 5.1, beide enthalten Borsäureester. Und diese chemische Substanz greift die Gummimaterialien an, zerstört diese und das führt zum Ausfall der Bremsanlage. Zweiter Beispiel: Auf dem Deckel eines Ausgleichbehälters steht drauf Only Used DLT3 or DLT4. Dann empfehlen wir ganz klar, unsere ATE SL.6 einzusetzen oder unsere ATE Super DLT 5.1. Warum? Weil wir natürlich heute viele moderne Fahrzeuge mit ESP-Systemen haben und da brauchen wir auch eine niedrigviskose Bremsflüssigkeit und das wiederum gewährleistet die ATE SL.6 und die ATE Super DLT 5.1. Das dritte Beispiel steht auf dem Deckel des Ausgleichbehälters Only Used DLT4. Dann empfehlen wir ganz klar, unsere ATSL.6 einzusetzen oder unsere ATE Super DLT 5.1. Wichtig als Information: Die DLT4 und die 5.1 sind untereinander kompatibel. Beide enthalten Borsäureester und führen zu keiner Komplikation in der Bremsanlage. Klar, wir haben viele moderne Fahrzeuge mit ESP-Systemen und damit decken wir hier auch das Thema niedrigviskose Bremsflüssigkeiten ab. Ja, und als viertes Beispiel
steht auf dem Deckel des Ausgleichbehälters Unused DT4 Plus. Dann bitte Folgendes beachten. DT4 Plus ist ein Produktname eines Fahrzeugherstellers. Plus bedeutet immer etwas mehr. In dem Fall fordert der Fahrzeughersteller einen hohen Nasssiedepunkt von mindestens 180 Grad Celsius. Und dies erfüllt unser neues Produkt, unsere ATE Super DT 5.1. Das wäre dann die richtige Wahl. Im Übrigen ist das die Nachfolgeflüssigkeit der bekannten ATE Super DT 4. Anhand der gezeigten Beispiele seht ihr, dass unsere neue Super DT 5.1 die Flüssigkeit ist, die aktuell alle Fahrzeuge abdeckt, bis auf die Ausnahme, wo zwingend eine DT 3 benötigt wird. Deshalb unsere klare Empfehlung für die Werkstatt, die ATE Super DT 5.1 als Standard-Allround-Brummflüssigkeit für die Werkstatt einzusetzen. Haltet aber bitte auch ein 5-Liter-Gebinde DT3 bereit, um für diese Ausnahmen gerüstet zu sein. Noch ein Hinweis, wer also Informationen haben möchte, welche Funktionen ein Profi-Bremsen-Entlüftergerät haben sollte, der schaut sich vielleicht einfach unseren Videopodcast ATE Bremsen-Entlüftergeräte an. Ich hoffe, ihr konntet etwas Neues mitnehmen und ich hoffe natürlich auch, euer Interesse geweckt zu haben. Wenn ihr mehr wissen möchtet, schaut einfach auf unserer Internetseite www.continental-aftermarket.com vorbei.